Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Minecraft. Ja, wir machen hier auch direkt weiter. Ich behaupte mal. Zack, zack, zack. Ja. So. Das braucht man nicht. Ich behaupte mal, dass wir hier umschalten müssen. Weil, wie gesagt, ich habe die Map mal angespielt. Wenn ich jetzt den Hebel drücke, kann ich den Schalter nehmen und habe es geschafft. Dementsprechend stellen wir jetzt einfach mal auf einfach. Wow. Okay. Ja. Das hätte ich eigentlich gerade lassen können. Wir steigen wieder zurück auf friedlich. Schnappen uns den Hebel und gehen weiter zu Aufgabe 4. Hier musst du nichts machen, außer ausruhen. Ausruhen. So. Nehmen wir das mit. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob hier irgendwas steht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal alle vier Hebel. Schlafen. Nein. In dem Fall setzen wir mal die vier Hebel. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack, zack und zack. Und dann geht's hier hoch. Oh. Ja, weiter war ich nicht. Hier drin war ich aber schon. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, so wie ich Jump'n'Run liebe, dass mir hier dann irgendwann der Spaß vergangen ist. Ja, diesen Sprung. Den habe ich mehrfach nicht geschafft. Und danach habe ich aufgehört, die Map weiter anzuspielen. Weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier das Jump'n'Run mache und es schaffe und nach meinem Let's Play dann nicht schaffe, dann hasse ich mich dafür. Und lassen wir mal hier so einen Keks noch. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht mache, nur flieg, heil, fick die Henne, dann weiß ich wieder alles von der Map, außer das, wo ich gar keinen Spaß dran hab. Entschuldigung, ich bin nicht aggressiv, nein. Ist ja nur ein kleines Jump'n'Run-Spiel. Ist ja alles nur ein Spiel. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich euch jetzt einfach mal mit 10 Folgen, Dark Dragon versucht vergeblich zu springen, belästige. Hä? Bin ich jetzt blöd? So, jetzt ist aber Feierabend. Aber wir haben ja hier noch Cobblestone. Die Frage ist, ob ich aus den. Aber das Problem ist, das bringt mir ja auch nicht viel. Zack, zack. Ein kleines Jump'n'Run. Ja, das war jetzt zwar abgekürzt über den anderen, über den Hilfeblock. Ja. So. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber wir versuchen jetzt hier einfach mal doch relativ viel selber. Was war das? Als bin ich doch irgendwo hängen geblieben. So.
Ah, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich versuche jetzt wirklich mal extra nur für euch das Jump'n'Run zu schaffen. Weil ich brauche mir selber nichts beweisen, dass ich irgendeinen Jump'n'Run schaffen kann. Ich weiß, dass ich Jump'n'Run hasse. Und ich weiß, dass ich den Einsprung überhaupt nicht schaffe. Boah, das war Skill. Das war nicht, dass ich irgendwie gerade mich verklickt hätte oder so. An sich ist das Jump'n'Run gar nicht so schwer. Und das heißt sogar, ich habe es geschafft. Wer glaubt denn das? Also ich glaube das ja eigentlich nicht, dass ich das geschafft habe. Ich bin so gut. Ich bin so verdammt gut, Alter. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Habt doch mal können besser aus der Karte gucken. Genau. Jetzt muss ich einen Jump'n'Run hoch, damit ich wieder runterspringen kann, oder was? Platsch. Hätte ich da oben was haben wollen? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt kommen wir eh nicht mehr hin. Ach so, will ich hier unten vielleicht noch eine Kiste suchen? Oder einen Schalter? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube mal nicht. Dann bewegen wir uns mal weiter. Ja, das scheint natürlich auch absolut mein Favorite zu sein. Ein kleines Labyrinth. Ich habe da so einen absoluten Favorite. Natürlich, das sind Goldnuggets im Labyrinth. Jetzt muss ich alles durchsuchen, oder was? Habe ich da Lust drauf? So. Nee, eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Das tue ich jetzt nicht alles. Auf die Goldnuggets verzichte ich jetzt einfach mal in dem Fall. Ja, das ist so ein Labyrinth, wie ich euch mal in einer Folge erzählt habe, wie man eigentlich ein Labyrinth eigentlich so schnell aufbauen kann. Ich habe es ja aber auch mal ein Labyrinth gebaut bei mir auf dem Server. An sich sind die Teile ja cool. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die ja gar nicht so schlimm. Und es war jetzt auch nicht so schwer. Lege so viel Gold, wie an der Kiste steht, in die Kiste und nimm dann erst das Item. Der Schatz? Ah ja, wenn das der Schatz ist, dann weiß ich aber auch nicht. Diamantschuhe für 10. Diamanthose 8. Trank 5. Diamantschwert. Diamanthelm. Diamant. So. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Diamantschwert brauchen wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, wie viel waren das? 12. 12, so. Den Harnisch wollen wir auch. Das waren 17. Helm. Dann nehmen wir lieber mal noch die Hose. Was waren das? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wir haben aber relativ viel, hä? Dann nehmen wir den Helm auch. Helm waren 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier mein Schwert. Unser Trank. Für 5. So, Harnisch, Helm, Schwert, Hose, Schuhe. So.
Diamantbeinschutz, Diamanthelm. Den hätten wir gar nicht kaufen müssen, den haben wir nämlich schon gehabt. So, allerdings beenden wir jetzt an dieser Stelle die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Adventure Minecraft. Bis dahin, ich bin euer Dark Dragon 19. Ciao, ciao.